Ich habe quasi einen Schnitt mit dem Kuchenmesser gemacht, ne? Für mehrere Zeitungen und habe die dann gesammelt und dann bestimmte Artikel ausgesucht, um so einen Zeitmoment zu kriegen. Ich meine, mit Zeitung beschäftige ich mich nicht erst seit gestern, wie hier viele, sondern seit den 80er Jahren. Und ich habe immer hab ein großes Archiv und immer wieder gesammelt. Ne? Und das seit 10, 20 Jahren. Und dann setzt man halt so ein, sagen wir mal, plastisches Alphabet zusammen. Und wenn man dann manche Überschriften liest, zum Beispiel mit den Bankern, ist ja immer noch aktuell, ne? Und die Migrationsdebatte, ne? Aber dann auch so banale Sachen wie Knausern beim Trinkgeld, ne? Ja, und dann macht man so eine Art Potpourri. Versucht, ein bisschen gut umzurühren. Und das ist dann eigentlich ein Zeitmoment. Aber entscheidend war halt eben auch die Technik hinzukriegen. Ne? Und da habe ich lange rumexperimentiert, ne? Um das also so in dieser Form hinzukriegen. Ne? Naja, ich wollte dieses Zerknautsche, dieses, und das ist eigentlich die Bildhauerei dabei oder die Kunst oder wie auch immer Sie es nennen mögen, ne? Diesen Eindruck zu erwecken. Ne? Und dann, ich meine, im Grunde genommen aufgespießt, ne? So schaschlikmäßig. Ne? Und daraus ergibt sich dann so ein Gesamtgebilde. Ne? Ein Panorama. Ich finde es ganz schön, ein bisschen luftig, locker, weg von diesem statischen Programm. Ne? Und irgendwann knüllen wir es ja und schmeißen es weg. Ne?